Tag zusammen, willkommen zurück in Viridis mit dem Flug über unseren Offshore-Windpark. Wir sehen rechts noch die Wasserstoff-Elektrolyseanlage und dann unsere nachhaltigen Industriegebäude, die wir etwas umorganisiert haben beim letzten Mal. Dazu haben wir hier noch unseren neuen Stadtteil ins Leben gerufen, damit wir auch Arbeiterschaft haben für die Industriegebäude. Da werden wir jetzt heute ein bisschen weiterarbeiten. Ich möchte noch mal ein paar Optimierungen vornehmen bei der einen oder anderen Stelle, also die Verkehrsführung der Straßenbahn und auch bei der Wohnungswald GmbH müssen wir noch ein bisschen was ändern. Da staut sich auch der Verkehr, da gibt es Bedarf. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an, um ja, den Verkehrsfluss und die Struktur etwas zu optimieren. Das ist der Plan für die heutige Folge. Also erster Schritt ist, dass wir in Saarkirchen mal loslegen. Da fliegen wir mal hin. Da gab es einen ganz guten Kommentar, dass die Straßenbahnlinien besser organisiert sein könnten. Denn ich habe die ja hier in so einem U angeordnet. Das ist aber gar nicht so geschickt. Denn tatsächlich, wir gucken uns das mal einmal an. Bei unseren Straßenbahnlinien hier vorne, die haben auch noch gar keinen Namen. Wie sortieren wir hier alphabetisch? Wo haben wir sie denn? Da, Straßenbahnlinie 44 und 43. Die sind ja hier in so eine U angeordnet. Das ist nicht ganz so sinnvoll, weil man die Wege ja auch zu Fuß zurücklegen kann. Also, die machen wir nochmal neu. Indem wir die löschen und die 43er auch. Ich glaube, die 45, da gehen wir dann auch noch mal nachher ran. So, warum ist denn hier? Genau. Also, zwar ist jetzt die Idee, wir führen diese Straßenbahnlinien hier entlang, natürlich am Bahnhof vorbei, aber dann führen wir sie quasi in so einem Art Z hier rum. Das heißt, wir können hier dann wenden, dann muss ich mal näher ran. Was hat er jetzt gemacht? Jetzt hat er hier alles durcheinander gemacht. Das machen wir mal. Das war nix. Wo ist sie denn hin? Da, die kann wieder weg. Das war nix. Also, gehen wir etwas näher ran. Wir haben hier vorne den Haltepunkt. Halten dann hier einmal an der Marktstraße, dann natürlich an unserem Knotenpunkt hier und können dann hier bis hier vorne fahren, wenden hier und fahren dann wieder zurück, damit wir hier diese also Vorwärts- und Rückwärts-Orientierung haben und schließen hier ab. Und der zweite Verkehrsweg ist dann hier. Wir drehen hier direkt, halten auch hier am Bahnhof, hier unten an der Fähre und können dann hier entsprechend drehen. Und noch hier den Halt an der Fähre, nochmal Bahnhof und schließen hier ab. Vielleicht können wir hier vorne nochmal einen Halt ergänzen. Das ist gut. Dann wird das hier nämlich jetzt die Saarkirchen. Wenn ich aber Saarkirchen 1 und das wird Saarkirchen 2. Da brauchen wir nicht so viele Fahrzeuge. Da reichen locker 3, denke ich mal. Und bei Saarkirchen 2 genauso, da machen wir auch 3 Fahrzeuge. Da haben wir nochmal das Studienjahr, da müssen wir auch dringend ran. Wir brauchen einfach mehr Menschen, die zu den Hochschulen, zu der Berufsschule gehen. Gut, aber der Hinweis war ganz gut, denn jetzt, die Wege kann man ja hier zu Fuß ganz gut überbrücken. Aber jetzt haben wir eine ganz sinnvolle Linie, denke ich. Ja, das passt. Jetzt haben wir hier der Fußgängerzonenpunkt, der wird nicht angefahren.
Und hier unsere Residenzen auch nicht. Wir warten mal ab. Vielleicht kommen da ja mal die Müllautos. Aber wir fahren jetzt die Straßenbahn. Die werden dann gleich wieder umkehren und ins Depot fahren. Zweiter Punkt, den ich angehen wollte. Auch da habe ich ein bisschen Quatsch gemacht. Hier bei den Buslinien. Auch das ist funktioniert deswegen nicht, weil ich hier eine reine Straßenbahn habe. Da kann ich keinen Bus fahren. Das will ich jetzt noch mal anpassen, indem wir nämlich jetzt hier noch mal eine Buslinie setzen, dass wir dann die Busse hier lang fahren lassen können. Die können ja mal quer fahren und dann hier wenden. Das gleiche machen wir auch hier. Und die soll natürlich dann auch hier runterfahren. Da müssen wir auch noch mal die Wege optimieren. Wir können hier das hier wegnehmen. Da soll keine Busse fahren, damit wir hier quasi so Wendepunkte definieren. Das Problem, was wir hier unten übrigens haben, also die ganzen LKWs wollen alle hier zu dem Güterbahnhof. Die müssen alle, weil es eine Einbahnstraße ist, an dem Güterbahnhof alle hier einmal um die Kurve rum. Und die müssen alle über diese Autobahn kommen. Das müssen wir lösen, indem wir hier nochmal eine Autobahnabfahrt machen. Das ist auch noch ein Punkt. Aber das, was ich jetzt zuerst machen wollte, damit wir das hinkriegen, ist hier die Wohnungswald GmbH. Das stört schon etwas länger, denn auch hier sehen wir über die Staus. Das liegt aber daran, dass wir hier eine Hauptachse haben. Hauptverkehrsachse, und an der Hauptverkehrsachse liegen die ganzen Zufahrten für die Gebäude. Das ist natürlich unglücklich. Da müssen wir ran. Bevor wir daran gehen, nochmal zurück. Ein bisschen durcheinander. Wir haben einen hohen Bedarf an Gebäuden. Den will ich decken, indem wir hier schon mal weitere Wohngebiete ausweisen. Wir haben zwar immer noch keinen Bedarf an Gewerbe oder sowas. Das ist aber nicht so schlimm. Denn der wird kommen. Da habe ich jetzt wenig Sorgen, aber den möchte ich ja noch mal einmal entgegenkommen. Wir setzen erstmal hier die Fußwege, damit die schon mal da sind. Wir setzen direkt mal ein paar Gewerbeeinheiten. Die machen wir aber hier in die Nähe von unserem Bahnhof, dass wir hier ein paar Gewerbeobjekte setzen. Und der Rest wird dichte Wohnbebauung. Das können wir dann jetzt auch mal platzieren. Der Bedarf ist gedeckt, das ist gut. Jetzt kann sich hier unser Stadtteil weiterentwickeln. Das ist doch prima. Dann geht es jetzt hier in die Wohnungswald GmbH. Und wir gucken mal, dass wir jetzt hier diese Gebäude alle etwas umorientieren. Auch dieser Weg hier gefällt mir eigentlich nicht so gut. Das machen wir vielleicht auch nochmal neu. Aber das Problem hier ist tatsächlich, dass wir hier alles an der Hauptstraße haben. Mal ein bisschen umorientieren, dass wir hier mal auch neue Wege oder neue Straßen setzen. Platz haben wir ja genug, dass wir hier einfach mal einmal durchkommen. Das war nix. Also wir wollen hier einmal geradeaus durch. Dann kann ich hier diese Gebäude weg von der Hauptstraße setzen, unsere Sägemühlen.
einzelne Industriebetriebe. Das gleiche müssten wir auch hier machen. Also auch hier haben wir, glaube ich, nochmal die Möglichkeit, diesen Fußweg wegzunehmen und dafür hier geradeaus hochzukommen. Und dann kommen wir hier vielleicht sogar, kommen wir hier nicht durch. Das finde ich ganz geschickt, wenn wir uns dahinter lang schlängeln könnten. Die Möbelfabrik sollten wir auch wegsetzen von der Hauptstraße. Das kleine Lagerhaus muss auch hier hoch. Das ist ja quasi hier für die Fabrik. Und dann könnten wir, glaube ich, dann nutzen wir mal Move It und verschieben mal hier unsere Seilstation. Dann kommen wir nämlich hier auch noch hier durch. Das war zwar als Fußweg immer geplant. So, dann haben wir hier diese Holzlager. Auch die müssen weg. Dass wir das hier vielleicht nochmal wegnehmen. Das ist besser. Oh, die sind sogar angeschlossen. Ja, perfekt. So, dann müssen wir das hier nochmal anders machen. Auch das sieht nicht gut aus. Wunderbar, da haben wir hier zwar eine etwas anders geartete Orientierung, aber das ist nicht schlimm. So, jetzt müssen wir das hier noch drehen, unser Holzlager. Gucken, wir das einmal so drehen und dann nochmal ein weiter. Das hilft auch schon mal. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das jetzt hier deutlich besser klappt. Hier vorne können wir ein bisschen aufräumen. Dass wir hier so ein bisschen das anpassen. Ich glaube, hier vorne links ist alles gut mit den Gebäuden. Wir können die hier auch nochmal hier hoch orientieren. Gucken, ob das klappt. Wir haben hier nochmal dieses große Schnittholzlager. Da ist die. Wir warten mal ab, ob sich das jetzt hier ein bisschen umorientiert. Das Lager müssen wir ein bisschen versetzen. Wobei das Problem ist das Lager hier, ne? Tja. Das ist hier immer noch diese Hauptachse. Hier darf eigentlich nichts dran. Dann wir drehen es mal zur Hauptstraße, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber wir haben ja unten weniger Verkehr. Dann können die Autos von hier unten ranfahren. Das wird vielleicht besser. Und auch diese Sägemühlen setzen wir, glaube ich, alle nach unten. Das kleine Lagerhaus. Noch eine Sägemühle. Und noch eine. Gut, das soll sich jetzt mal zusammenruckeln. Ich glaube, das passt auch hier. Eigentlich wäre es natürlich ganz geschickt hier geradeaus durch. Aber ich glaube, dieser Umweg entzerrt man mal so ein bisschen den Verkehr. Wir lassen ihn mal fließen und warten mal ab, was passiert. Das gleiche müssen wir eigentlich auch noch in Osterfeld mal machen bei Gelegenheit. Wir schauen mal. Also der Bedarf an Gewerbe ist weiterhin gering. Dann können wir mal ein paar Gebäude abreißen. Die wir gerade so sehen, das ist so hier in Marxloh. Ansonsten sieht das hier aber eigentlich ganz passabel aus. Wir können hier dann
Ich werde noch mal ein bisschen nacharbeiten, was die Optik angeht, noch ein paar Fußwege setzen. Denn ich glaube, es macht Sinn, hier können wir schon mal einen durchlegen. Das ist schon ganz sinnvoll. Denn dann haben wir hier. Haben wir das hier auch schon mal gemacht? Na, machen wir nicht. Das ist besser. Ja, wir sehen, der Stau hier löst sich so langsam auf. Hier bauen wir jetzt gerade einen neuen auf. Wir schauen, das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen laufen. Bedarf ist keiner da. Der Stadtteil hier in Mölln wächst. Langsam, aber kontinuierlich. Wir können jetzt. Hier will ich jetzt noch keine Buslinien setzen. Ich will jetzt erstmal hier vorne die Verbindung schaffen, dass wir hier gut runterkommen. Da brauchen wir dann eine entsprechende Straße mit Fahrradwegen ruhig. Und dann kommen wir von hier aus. Wir werden hier, glaube ich, dann auch diese Kurve, das machen wir auch direkt mal neu. Dass wir hier mal einen Kreisverkehr setzen. Ich glaube, das ist an der Stelle auch sinnvoll. Da brauchen wir erstmal ein bisschen Platz, weil natürlich hier das Gelände alles andere als günstig ist. Wir unterbrechen mal kurz. Wunderbar. Dann brauchen wir noch die Anschlüsse an den Kreisverkehr, also von hier aus hier runter. Da setzen wir mal einen entsprechenden, dass das hier schön flach runter geht. Was brauchen wir denn da? Das ist Straßenbahn, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht, sondern wir setzen das hier so auf. Mit Fahrradwegen, genau. Wunderbar. Jetzt haben wir hier vielleicht noch, ist das hier? Genau, drei Spuren in der Straße. Das ist doch genau das, was wir wollen. Sehr gut. Ja. Gucken wir mal, ob wir das hier gewuppt kriegen, was den Verkehr angeht. So, jetzt wollen wir von hier oben hier runter. Schaffen uns hier oben erstmal ein kleines Plateau. Und müssen dann hier einigermaßen geordnet runterkommen. Das ist natürlich eine steile Angelegenheit, aber das geht nicht anders. Wir werden hier geradeaus hoch. Ich glaube, die Bäume können hier mal weg. Denn die stören nämlich nur jetzt erstmal, den können wir dann später noch mal setzen. Mal einen Überblick. Gut, wir brauchen jetzt was? Wir müssen mittelfristig auch hier rüber. Wir haben hier die Gleise ja schon gelegt, also auch diese Entwicklung wird wichtig. Deswegen will ich das jetzt hier direkt schon vorbereiten, dass wir hier dass wir das ja quasi schon mal in Planung haben. Dann gehen wir hier nämlich direkt rüber und kreuzen hier auch schon die Eisenbahnverbindung. So gut das hier passt von der Höhe her.
Die Höhe passt jetzt, das ist besser. Ja, alles klar. Das mochte er nicht. Gut, dann können wir jetzt also die Verbindung hier schaffen. Wir gehen hier weiter rüber, halten noch die Höhe. Das sind dann 27 und gehen dann hier tatsächlich. Und gehen wir dann hier runter. Das gleiche machen wir hier. Und nutzen da, damit es schneller geht, das Multitool. So, das ist schon steil. Das bleibt auch leider steil. Gut. Das hätten wir noch nicht lassen wir an. Gut, du kannst weg. Dann brauchen wir jetzt hier die, die Anschlüsse an die Autobahn. Und zwar, was wollen wir? Wo haben wir die denn? Da ist die Autobahn. Also eine Verbindung geht dann von hier weg. Die erste Verbindung hatten wir geschaffen. Wir müssen sie noch einmal richtig drehen. Hier ist es nämlich falsch und hier ist es falsch. Und dann haben wir nämlich die ersten Zugänge schon organisiert. Das müsste sich jetzt ja direkt ausgehen. So, jetzt haben wir noch das Problem. Wir müssen jetzt von der Autobahn hier auf diese Verbindung kommen. Das ist etwas komplizierter. Da müssen wir nämlich hier beachten, dass hier die Eisenbahn ist. Gucken, wie gut wir es hier hinkriegen. Wahrscheinlich müssen wir die ganzen Nüsslinge alle ausmachen. Dann könnte es vielleicht gehen. Die Verbindung stehen. Wir checken noch mal mit dem Multitool, dass wir das hier etwas besser austarieren. Das sieht aber gut aus und haben jetzt hier auch diese Verbindung geschaffen. Da vorne fahren die LKWs schon darum, dass ist ganz gut. Diese Verbindung hier, die sieht nämlich ein bisschen holprig aus. Ich glaube, das ziehen wir nochmal gerade. Es steht wieder Bedarf, ganz vorsichtiger Bedarf an Gebäuden. Das ist gut. So, wir wollen hier zwar, dass der ja, so. Das sieht doch deutlich besser aus. So. Prima. Wir schauen uns den Verkehr hier an. Der fährt jetzt hier interessanterweise oben rum. Warum fährt der hier so komisch? Habe ich hier irgendwelche Einbahnstraßen? Das ist doch komisch. Nee. Warum fahren die hier lieber oben rum und dann hier hinten um die Kurve? Das ist mir nicht ganz klar. Wir können hier auf jeden Fall die Verbindung mal geradeaus durchziehen. Vielleicht ist das noch das Problem. Falsche Straße ausgewählt.
Da setzen wir dann die richtige Straße hin. Und dann haben wir hier noch die Querverbindung einmal hier runter, hier runter. Gut, hier will ich glaube ich auch noch mal was dran machen, dass wir hier noch das zweite Gleis nutzen können. Das finde ich noch nicht so ganz ideal. Wieso priorisiert er die Verkehrsführung oben rum? Jetzt halte ich hier die Hauptachse direkt am Bahnhof vorbei. Das ist auch nicht ideal. Wir müssen das hier noch mal weiter beobachten, was hier so passiert. Ansonsten haben wir jetzt aber hier in unserem Stadtteil, dass sich hier so langsam das entwickelt. Zum Schluss noch die Busverbindung. Auch die haben wir nicht sauber gesetzt beim letzten Mal. Wir sortieren hier mal und suchen unsere Buslinien. So, das hier ist die Straßenbahn. Saarkirchen läuft, das ist gut. Und dann haben wir hier noch irgendwo diese, wo ist sie denn jetzt? Da ist die Strategie. So, die kann auch weg. Die machen wir auch noch. Was ist das hier noch für eine Linie? Das ist eine Buslinie, oder? Eben muss die hat einen Namen. Okay. Das ist doch eine Straßenbahn, ist das doch nicht, oder? Doch, das ist eine Straßenbahn, dann müsste sie doch aufgeführt sein. Warum haben wir die denn? Das ist Mölln 1, okay, die suchte ich. Aber die kann eigentlich bleiben. Und dann setzen wir noch eine neue Busverbindung. Die fährt hier natürlich auch am Bahnhof vorbei. Und dann führen wir sie hier mal geschickt herum. Die können sich jetzt entwickeln und dann brauchen wir noch eine hier runter. Aber da will ich jetzt noch mal warten, dass wir hier die Verbindung runtersetzen. Denn der Plan ist, dass wir jetzt erstmal gucken, wie jetzt dieser Verkehr sich hier entwickelt. Denn hier ist ja auch schon ordentlich Verkehr. Da müssen wir vielleicht auch noch mal nacharbeiten. Wir gucken noch mal in der Wohnungswald GmbH. Hier hat sich der Verkehr aufgelöst. Das heißt, das war wirklich noch ein Problem der Orientierung unserer Gebäude. Das klappt besser, wenn man ein bisschen Rückstau geschenkt. Aber hier, der ganze Verkehr orientiert sich jetzt hier rum. Die Kapazitäten reichen nicht, die biegen alle hier ab. Wieso ist diese Priorisierung? Dann wollen die alle hier lang, die fahren ja nicht hier rein, sondern die fahren ja alle hier rum. Hier hin. Das ist mir ein Rätsel. Die Verbindung mal weg, vielleicht klappt es dann besser. Gut, das sehen wir dann. Ich glaube aber, damit können wir Viridis erstmal wieder verlassen. Sehen, wie der Stadtteil hier wächst. Den werden wir dann auch noch weiter ausbauen. Und wie gesagt, hier warten wir jetzt mal ab. Mit dem Traffic Manager nochmal einmal nacharbeiten und sagen, wie jetzt hier die Vorfahrtsstraßen sind. Also das ist eine Vorfahrtsstraße. Wir haben hier den Kreisverkehr natürlich. Und das hier wird auch eine Vorfahrtsstraße. So, aber der Kreisverkehr natürlich allen voran. Jetzt klappt es hier. Okay, irgendwie war da was durcheinander. Jetzt klappt es besser. Die Verbindung priorisieren wir auch noch. Sehr gut, wir müssten hier wahrscheinlich noch mal einmal die Verbindung hier rüber ziehen, dass die hier nicht alle so komisch fahren. Aber das lassen wir mal laufen. Gut, mit dem Blick auf unser Industriegebiet, auf den Stadtteil Mölln. Der wächst und gedeiht.
auch schon entsprechend hohe Bevölkerungsdichte hat, können wir unsere nachhaltige Stadt verlassen mit dem Verkehr. Das beobachten wir mal, wie sich das hier entwickelt. Und gucken dann mal, wie es hier so weitergeht. An der Stelle bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.